Hey, schön, dass ihr wieder bei Interior dabei seid. Ich bin Katrin und heute starten wir da, wo alles anfängt. Nämlich im Eingangsbereich und im Flur. Viele von euch kennen das vielleicht. Ihr habt einen schmalen, engen Flur zu Hause ohne Fenster, eher ungemütlich. Und genau das wollen wir heute ändern. Wir machen einen tollen Eingangsbereich, in dem man sich direkt wohlfühlt. Und dafür gebe ich euch 6 Tipps mit an die Hand. Und dafür gehe ich jetzt einkaufen. Ich brauche Licht, schöne Möbel, die wenig Platz einnehmen. Und mit dieser Rückwand habe ich was Besonderes vor. Lasst euch überraschen. Bei den Möbeln fange ich an. Ich habe vorher meinen Raum ausgemessen, daher weiß ich, dass ich Möbel brauche, die nicht so weit in den Raum reinragen. Und danach suche ich jetzt. Mein Flur ist ja sehr dunkel, hat keine Fenster, deshalb bin ich bei den Leuchten sehr wählerisch. Ich möchte, dass jede Ecke ausgeleuchtet ist, aber ich möchte auch keine Stadionatmosphäre haben. Es soll einfach ein schön behagliches Licht sein. Während ich weg war, wurde hier fleißig gestrichen. Für meine Rückwand habe ich mir dieses knallige Gelb-Orange ausgesucht. Die Farbe ist einfach fröhlich und macht glücklich. Und wenn du hier reinkommst, siehst du diese Farbe direkt und willst in diese Richtung laufen. Also, mein erster Tipp, mach den ersten Blick in die Wohnung so schön wie möglich. So lenkt ihr nämlich vom kleinen dunklen Flur ab. Für diesen Flur brauche ich richtig viel Licht und deshalb habe ich mich für diese große LED-Deckenleuchte entschieden. Die hat ein cooles, minimales Design und man kann die Farbtemperatur mit einer Fernbedienung einstellen. Mein zweiter Tipp, achtet bei dunklen Räumen darauf, dass eure Lichter den gesamten Raum ausleuchten. Wie gesagt, ich will es ja richtig hell, deshalb integriere ich hier an die Wand diese coolen Leuchten mit gebürsteter Alu-Oberfläche. Und diese langen Geraden, die betonen nochmal die Länge des Flures. Und das Schöne ist, sie ragen nicht zu weit in den Raum hinein. Mein Tipp Nummer 3, wählt indirektes Licht, wie dieses hier. Das vergrößert den Raum optisch, weil das Licht stark gestreut wird und ihr somit dunkle Schatten vermeidet. Hier kommen nur die Jacken hin, die gerade in Gebrauch sind. Mein Tipp Nummer 4, minimiert den Stauraum so gut es geht. Denn wenn hier noch mehr Jacken hängen könnten, würden wir die da auch aufhängen. Aber ich würde sagen, die kommen ab in den Schrank und wir wollen das hier schön aufgeräumt haben. Ich habe mich für die Garderobenkombi aus geölter Wildeiche entschieden. In den Schuhschrank passen 10 Paar Schuhe und das Schöne ist, er steht nicht am Boden, sondern hängt hier oben an der Wand, was das Ganze auch nochmal luftiger ausschauen lässt. Zum Schuhe anziehen setze ich mich ganz gerne hin, deswegen habe ich diese schöne Sitzbank ausgewählt. Die hat auch noch zusätzlich Stauraum und sie ist schön schmal. Und genau das ist auch mein 5. Tipp. Sucht euch Möbelstücke aus mit einer geringen Tiefe. Mein 6. Tipp, hängt einen großen Spiegel auf. Der macht den Raum optisch größer und er reflektiert das Licht. Und dadurch wirkt dieser Flur auch noch mal viel heller. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Also diese fröhliche Wandfarbe funktioniert genauso, wie ich es mir erhofft habe. Dann die warmen Holztöne in Verbindung mit dem indirekten Licht. Perfekt. Was ist denn jetzt eure nächste Challenge? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Vielleicht ist es ja auch der dunkle Flur. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Eure Katrin.